No. Mit gewaltigen Sätzen und gefletschten Fängen stürmt ein Puma vorwärts. No. Bilder, die man garantiert nicht bei einer gemütlichen Wanderung sehen will. Kyle no. Burgess wandert gerade nahe seinem Haus in Orem im US-Bundesstaat Utah durch die Natur. Plötzlich sieht der 26-Jährige in der Ferne kleine schwarze Schatten. Ich kam gerade den Slate Canyon runter, als ich auf eine kleine Miezekatze stieß. Leider hat die Miezekatze ihre Mama dabei, eine ausgewachsene Berglöwin, die sofort die Verfolgung aufnimmt. Burgess weicht langsam zurück und versucht, den Puma mit lauten Rufen einzuschüchtern. Das war alles improvisiert, ich bin kein Outdoor-Experte. Nur durch Glück macht der 26-Jährige alles richtig, erklärt Kate Ramsen vom Projekt Leben mit Großkatzen. Du musst dich so groß wie möglich machen, laut schreien und langsam zurückweichen. Berglöwen greifen äußerst selten Menschen an, außer wenn sie sich verteidigen oder verängstigt sind. 6 bange Minuten ist der Puma Kyle Burgess auf den Fersen. Letztendlich schmeißt der 26-Jährige einen Stein und die Berglöwin dreht ab. Ich dachte nur, ist es vorbei? Die 6 Minuten fühlten sich ewig an. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.